Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ausgeschlafen. Die Musik beschallt unsere Ohren. Unsere Ohren. Und wir waren in der letzten Folge damit stehen geblieben, dass wir hier diesen Webstuhl gebaut haben und ich wollte herausfinden, wie man ihn benutzt. Und ich lag gar nicht so falsch. Man braucht diese faserigen Blätter. Was ich nicht rausgefunden habe, ist, wofür wir Vavulva brauchen. Ist ja nicht Vavulva, es ist ja Vavula Vula. Vavulva ist was anderes. Ich nenne es trotzdem Vavulva. So, hier können wir jetzt Stoff herstellen. Okay, ein Stoff hat... Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Ein Stoff hat jetzt ganz schön viel gekostet. Gucken wir mal. 4 Blätter. Aber mit diesem Stoff können wir jetzt auch schon weitermachen. Nämlich, wir wollten basteln. Was wollten wir am basteln? Ach, hey Gott, nochmal. Wofür haben wir denn jetzt den Stoff gemacht? Irgendwas, was Stoff braucht. Wollten wir herstellen. Hier, Bett. Da. 3 Stöcker brauchen wir noch. Dann können wir hier nämlich noch unser Bett hinsetzen. Jetzt hätte ich ja gerne mein Bett hier hingepackt, wo jetzt der Webstuhl ist, ne? Packen wir unser Bett hier hin. Dann können wir hier dann vielleicht die Tür zum Balkon machen. Dann kann man hier auch gerade durchgehen. Muss man nicht immer übers Bett latschen, dass wir hier mit unseren ranzigen Schuhen hier den ganzen Sand ins Bett treten. Da hat doch keiner Bock drauf. Oh, hier wächst auch schon schön. Genau, hier sieht man. Ist nicht ein Viertel, sondern ein Achtel weg. Und hier ist ein Viertel weg. Deswegen ist der Sinn und Zweck von diesen Beeten eben, dass sie mehr Wasser speichern können. Und hier ist dann wahrscheinlich gigantisch viel. Oder man kann hier vielleicht sogar 2 Sachen anpflanzen. Wobei, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, wir brauchen Stöcker. Haben wir nicht mehr, ne? Dann müssen wir tatsächlich jetzt... wir machen es jetzt mit dem Messer. Ich habe keine Lust. Hier diese Dinger hier ernten. Das ist ein großer. Da kommen, glaube ich, 2 raus. Ich weiß nicht, haben wir eine Axt noch oder haben wir keine mehr? Das wäre jetzt eine gute Frage zu wissen. Ah, kam nur einer raus. Doch, kamen 2 raus. Einen brauchen wir noch. Dann nehmen wir das Ding hier noch. Pinie-Schößling. Ein Schwesling. So, jetzt können wir das Bett bauen. Das ist wirklich praktisch mit dem fixierten Bauplan. Gerade wenn man so vergesslich ist wie ich, ne? So, dann packen wir das hier nochmal weg, die Kiste. Kommt jetzt hier hin. Ich weiß ja sowieso nicht, was in welcher Kiste ist und muss immer überall gucken. Von daher ist auch völlig egal. So, zack, komm. Ah, ich möchte, dass das schön aussieht. Das muss nebeneinander stehen. Nee. Gleich haben wir's. Bisschen hochheben und noch ein bisschen nach da. Oh, nee, ey. Komm. Bisschen noch ziehen. Bisschen schieben. Bisschen ziehen. Oh. Ja. So können wir das nicht lassen. Was ist denn los hier? Na toll, jetzt ist falsch rum. Ja, oder wir machen sie aufeinander. Das können wir auch machen. Wir können ja auch hier später nochmal ein Regal hinpacken, ne? Oh, was ist... Nee, so kann ich es jetzt wirklich nicht lassen. So geht es jetzt wirklich nicht. So. Na komm, jetzt können wir es auch noch einmal ein bisschen anziehen hier. Komm, ist in Ordnung. So ist in Ordnung. So kann ich damit leben. So, jetzt bauen wir unser Bettchen. Zack. Hä? Achso, ist im Rucksack. Ach cool, das kann man... Ach was, das kann ich jetzt hier hinstellen? Und dann kann ich es auch mitnehmen. Cool. Das heißt, wir können auch so ein Bett in unser Floß packen. Hopp. Schönes Feldbett. Oh ja, schön. Ja, hier, das muss vernünftig stehen, ne? Das kann nicht so schräg im Raum stehen hier. Wegen... Wie heißt das? Hier diese Raum... Ausrichtungsgeschichte. Xing Shang Shung. Nee, Gott, jetzt fällt es mir nicht ein. Na, ihr wisst, was ich meine. So, das ist doch so vernünftig. Cool, dann nutzen wir das gleich mal, um zu speichern. Oh, wir können unsere Hütte abreißen. Das machen wir jetzt. Reiß die Hütte ab. Ein bisschen Halsschmerzen hier durch das Erzählen. Wie können wir das machen? Damit? Ja, ich glaube. Hau weg, das Ding. Komm. Ich hoffe, wir kriegen was wieder. Da. Cool, wir kriegen einiges wieder.
Naja gut, einiges würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen was. Schön. Ah, wunderbar. Das war mir echt ein Dorn im Auge hier. Können wir eigentlich das Ding auch nochmal woanders parken, dass wir uns eine schöne Terrasse hinmachen können. Ja, nach und nach wird's doch. Es wird doch, meine Freunde. Lashing tun wir mal hier rein. Haben wir jetzt ja das letzte weggenommen, dass wir hier auch mal wieder eins drin haben. Zack, und die Dinger auch. Und Holz, ganz ehrlich, Holz tun wir da hinten zu unseren Bauprodukten. Ich wollte gerade sagen, wo sind unsere Palmen hin, aber die sind nicht von so weiter Ferne sichtbar. So, zack. Nee, das geht auch besser. Nämlich so. Genau. Schön. So gefällt mir das. Jetzt müssen wir los. Was fehlt uns noch? Oh, wir haben wieder Hunger, wieder Durst. Das ist doch auch echt ewig der gleiche Fluch, ne? Zack. Die zwei Dinger können wir essen. Halbe Kokosnuss. Müssen wir auch nicht kackkack machen jetzt. Nee, gut. Blätter haben wir jetzt nicht mehr für unseren Ding hier zum Auffüllen. Das ist doof, aber jetzt auch nicht so schlimm. Wir machen Trinken nochmal voll. Schön, dass wir so viel jetzt haben zur Verfügung. Ja, da ist noch einer, da ist noch mehr drin. Ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich Wayne. Hier nehmen wir mal zwei zur Sicherheit mit. Die Hake muss natürlich hier bleiben. Die verlieren wir doch sonst nur. Zack, den Kompass brauchen wir. Die Flaschen sind voll. Speer, den Speer nehmen wir auch mit für die Schlangenvernichtung. Dann gehen wir jetzt noch einmal kurz schlafen. Nicht schlafen. Speichern. Das nehmen wir auch mit. Zack. Speichern. Save the game. Und jetzt können wir losdonnern. Jetzt donnern wir los. Ist noch gut. Okay, dann essen wir das auch nochmal. Ja, so ist in Ordnung. Warum haben wir denn ein bisschen Leben verloren? Könnt ihr mir das mal sagen? Esse ich nochmal kurz was, dass wir auch... Hier ein Fleisch esse ich jetzt nochmal, dass wir wieder regenerieren. Oder regenerieren wir schon? Doch, wir regenerieren schon, ne? Ich esse trotzdem noch ein Fleisch, dass alles erstmal gut voll ist. So kann man aufbrechen. 10 Uhr. Anti-Sonnenschutz-Ding brauchen wir nicht, jetzt hat das mit dem Wegstoßen geklappt. Aber wir müssen schnell hinterher, bevor es abtreibt. Dafür ist es auf jeden Fall ganz gut. Komm, geh da drauf. Schnell lenken, lenken, lenken. Klappt es noch? Ja, es klappt noch. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Ja, das wird auch dann anders sein, wenn wir hier unseren Steg hingebaut haben. Wir fahren jetzt zu dieser Insel wieder. Moment, war das die oder die? Mal kurz Navigation betreiben hier. Norden, Nordinsel. Das war die, bei der wir eben waren. Eben ist auch schon ein bisschen her. Dann fahren wir jetzt mal zu der da. Da waren wir natürlich auch schon. Das ist jetzt auch keine neue Insel für uns. Aber ist ja egal. Wir fahren jetzt trotzdem mal hin. Ich glaube, da sind jetzt auch noch Krabben, ne? Eine Krabbe müsste da noch sein. Ich nutze mal die Zeit, um kurz einen Schluck hier aus meiner Thermoskanne zu trinken. Tee ist noch warm. Ist eine sehr schöne Thermoskanne. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Spart mir eine Menge Geld, weil der Kaffee in der Uni kostet mittlerweile 1,40 Euro. Als ich angefangen habe zu studieren, das ist schon ein paar Tage her, da hat er 90 Cent gekostet. Und daran merkt man halt echt, dass man Langzeitstudent ist, ne? Wenn der Kaffeepreis sich fast verdoppelt. Und 1,40 Euro mag jetzt der eine oder andere sagen, ist doch gar nicht so viel, an der Tanke kostet er 2,50 oder so. Ja, aber ich bin ja nicht an der Tanke, ich bin in der Uni. Und in der Uni trinke ich viel Kaffee, weil sonst... Also, wem ich das jetzt erklären muss, der studiert halt nicht, der weiß halt nicht, wie das abläuft, aber Uni ohne Kaffee, das ist nicht gut. Das ist so wie Stranded Deep ohne Wasser. Wobei Stranded Deep ohne Wasser wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Können wir hier einfach rüberlaufen. So, ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Weil das letzte Mal, dass wir auf der Insel waren, ist schon ein paar Folgen her und deswegen auch für mich ein bisschen. Genau, ich möchte eine Sache nochmal sagen. Vielen Dank nochmal für die Kommentare, die immer kommen und so. Wundert euch bitte nicht, wenn es mal ein bisschen dauert, weil ich nehme auch wie jetzt gerade ein paar Folgen wieder am Stück auf und dann kann ich natürlich nicht sofort alles umsetzen, weil die Folgen sind dann ja schon im Kasten. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand geschrieben hat, wofür unsere Vavulva gut ist, ne? Aber ich denke mal, das versteht sich von selbst, dass das so ist. Hier tauchen wir jetzt nicht runter, da werden wir erstmal das Anti-Hai-Gemisch für... uns machen. Was liegt darum?
Was ist das? Haben wir das gemacht? Wahrscheinlich, ne? Da sehe ich doch schon eine Krabbe. Zwei Krabben. Na, da kommt jetzt endlich mal zu unserem Krabbenfight, ne? Der ja leider verschwunden ist auf der Aufnahme. Dann legen wir mal hier so an der Seite an. Weiß nicht, ob wir dann gleich wieder zurückfahren oder ob wir noch eine weitere Insel abklappern. So, hier ist, glaube ich, ganz gut. Kommen die Krabben nämlich nicht bis zum Floß, hoffe ich. Die schwimmen ja nicht. So, genau. Ich wollte mich auf jeden Fall dafür bedanken und auch, dass in letzter Zeit so ein Ansturm jetzt hier war bei mir auf dem Kanal. So ein bisschen, also wirklich einige Leute, die jetzt irgendwie wahrscheinlich das Let's Play neu entdeckt haben. Hallo. Hallo, kleiner Freund. Wir werden uns gleich näher unterhalten. Die das Let's Play vielleicht neu entdeckt haben und da alles durchgeschaut haben. Und man kann ja dann... Was ist das hier? Ich laufe hier nochmal kurz rum, erkunde das mal ein bisschen. Das ist nichts. Man kann ja quasi zu sich Analysen anzeigen lassen und da sieht man eben auch, wann, wie viele Klicks, welches Video und dies und das. Kannst du natürlich ganz viel sehen und gerade wenn man nicht so viele Klicks hat wie ich, dann... Was ist denn das für eine Minikiste? Ich habe noch gar nicht gesehen. Wir haben auch einen, aber unsere ist groß, ne? Da gucken wir mal rein erstmal. Da gucken wir erstmal rein. Was erwartet uns hier? Nichts. Komisch. Ich habe das Gefühl, diese Container sind immer leer. Wofür man die braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann das Metall irgendwie abschraddern und dann hat man das. Ja, und da hat doch tatsächlich jemand, also das schließe ich jetzt mal daraus, weil wirklich immer so im Abstand von ungefähr 20 Minuten das nächste Video angeklickt wurde, neulich die ganze Nacht durch komplett Stranded Deep durchgeguckt. Ich meine, ich freue mich ja, dass es so ankommt und dass derjenige da so viel Spaß dran hat, aber tu das doch nicht. Bist du doch verrückt. Könnte ich doch nicht machen. Ich könnte mir doch nicht... Warte, wie viele Folgen? Das ist jetzt irgendwie die 40. Folge. Das sind über 13, über 14, 14, 15 Stunden am Stück Stranded Deep. Das kannst du doch nicht machen. Da wirst du doch verrückt. Also ich würde verrückt werden, wenn ich mich so lange zuhören müsste. Also mir so lange zuhören müsste. Hier waren wir noch nicht, ne? Hier liegt doch noch so viel rum. Okay. Aber freut mich natürlich. Vielleicht ist derjenige auch einfach nur eingeschlafen nach 2 Minuten. Wir sneaken uns hier mal ran. Nach 2 Minuten einfach eingeschlafen. Und deswegen hat dann Autoplay irgendwie das gemacht. Na du Kleiner. Na du Kleiner. Ich komme jetzt zu dir. Oh, die läuft weg. Wieso konnte der uns denn angreifen, obwohl wir hinter dem Vieh waren? Krass, der greift uns nicht an. Der hat Respekt vor uns. Oh, aber sein Kollege greift uns an. Okay. Die knutschen hier, die machen rum. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Bug? Oh, guck mal, der ist stärker. Ist stärker. Voll der... Boah. Okay, eine haben wir erledigt. Sehr gut, sehr gut. Ich guck mal kurz, wie geht's uns? Ach, uns geht's super. Easy, das machen wir locker hier. Ist doch nicht schlimm, wenn ihr uns ein bisschen Schaden zufügt. Mensch, da war ich aber auch eine Memme, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen, da war ich ja wirklich eine Memme. Ah, da ist er. Jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Jetzt können wir das Ding häuten. Wir müssen natürlich noch vor dem Bären Ausschau halten. Oh, gross. Falls hier noch einer ist, ist ja gar kein Bär, ist ja so ein Rieseneber. Aber was sie da eben gemacht haben, ne? Dass sie da irgendwie so gegeneinander gebackt sind, fand ich irgendwie auch witzig. Eine war ein bisschen stärker. Cool, ich kann häuten, ohne dass ich das Messer in der Hand halten muss. Das geht auch, wenn ich einen Speer habe. Ich brauche das Messer nur im Inventar. Das wusste ich auch nicht. Oh, jetzt haben wir hier ordentlich Fleisch bekommen. Schön. Bei der Gelegenheit werde ich jetzt erst nochmal was trinken und was essen, damit wir hier wieder, damit es hier weitergeht. Wir sollten vielleicht unseren... Ah ne, es ist gleich 15 Uhr. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wir unseren Sonnenschutz trinken. Aber wie gesagt, lohnt sich nicht mehr. Und wir haben auch Flaschen dabei. Das heißt, ich hätte mir das jetzt hier auch sparen können. Aber ganz ehrlich, ich hatte halt einfach Bock auf ein bisschen Kokosnusswasser. Ist gesund, proteinreich. Wir sind Kämpfer. Wir brauchen das. Unser Bizeps braucht das. So, ja. Also, schön. Schön, dass das auf jeden Fall jemand gemacht hat. War dann eine lange Nacht wahrscheinlich. So, dum-dum-dum-dum. Wir sind jetzt hier. Das tun wir ins Floß. Müssen wir natürlich dann doch nochmal direkt nach Hause und räuchern. Das soll ja nicht verderben. Ja, das ist wichtig. Das tun wir da oben hin. Ah, ja, so. Das wäre ja echt schade, wenn das jetzt verdirbt. Weil das ist nämlich ein mittleres Fleisch. Das gibt ordentlich. Das gibt, glaube ich, 2 Essensteile.
Bevor wir jetzt hier alles looten, nehme ich mal den einfachen Speer. Und wir halten auch Ausschuss das Pippi hier. Na, Pippi looten wir auf jeden Fall. Halten wir mal Ausschau nach Schlangen. Oder anderen Viechern. Ich will hier nicht überrascht werden. Was ich wahrscheinlich eh werde. Oh, ist eine schöne große Insel, ne? Da rein gehe ich noch nicht. Gehe erst noch einmal rum. Ich würde fast sagen, hier waren wir noch nicht. Oder es war die, wo wir nur die Krabbe erledigt haben, was ihr leider nicht gesehen habt. Hier sind noch Bretter. Das müsste so ein Mineral... Nee, das ist ein Baum. Vielleicht finden wir hier auch Früchte. Ich hoffe, hier ist keine Schlange. Mal ein bisschen leiser jetzt. Ich höre nichts. Schön. Ich glaube, hier ist nichts. Haben wir hier Früchte? Wir brauchen noch so einen Früchtebaum, ne? Ich weiß nicht genau, was für Früchte es gibt, aber wir schauen einfach mal hier. Fikus. Ein Fikus. Was ist das denn? Gibt er uns irgendwas? Gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir den abreißen. Okay, einfach nur Holz. Nehmen wir jetzt einfach auch mal mit. Vielleicht bauen wir uns dann hier auch einfach nur einen kleinen Safe Point, einen Unterschlupf. Oder ein Bett. Wir hätten natürlich auch das Feldbett mitnehmen können. Hm. Früchte sehe ich aber nicht. Yucca. Sind die hier in so einem Baum? Fikus. Und Kartoffel haben wir noch nicht. Kartoffel brauchen wir auch auf jeden Fall. Zumindest sind keine Schlangen hier. Was mich irgendwie ein bisschen wundert. Es könnte auch sein, dass wir einfach noch keine Schlangen irgendwie gesehen haben. Aber gut, wir werden jetzt gleich in der nächsten Folge hier die Insel komplett auseinandernehmen, auseinanderlooten und dann fahren wir erstmal zurück und braten unser Fleisch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, euer Bolle. Ciao.